ist auch nicht korrekt, weil er sagt, er will nicht. Auch wenn ein Vertrag vorhanden ist. Genau, er muss es schriftlich absagen bauen. Und ich bestehe auf. Aber er sagt dir das doch mündlich. Nein, nein, geht nicht. Mündlich zählt in Deutschland. In Deutschland zählt alles uns heutzutage schriftlich. Aber genau, geht das in deinen Schädel nicht rein? Was ist los mit dir? Was hat das damit zu tun? Was verstehst du daran nicht? Okay, er gibt es dir schriftlich, aber er versucht dir trotzdem, er sagt dir, du hörst ihn doch zu, oder? Ja. Er sagt dir, er möchte nicht. Und trotzdem genau. Sagst du, er muss. Und Papa Ari klärt das mit Schellen. Was sind das für Witze? Was ist das für ein Witze? Respekt? Wo sind wir hier gelandet? Ist leider so. Aber das ist der. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Es ist absolut nicht so. Es ist absolut. Dann musst du dich nicht wundern, wenn die Leute ausfallend und respektlos dir gegenüber werden. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Verloren. Sind sie nicht. Nein, nein. Wenn hast du das Respekt verloren. Du bei mir hast sind immer noch Respekt. Deinen Respekt verloren ihnen gegenüber. Ihr denkt, ihr könnt alle auf ihn rumtrampeln. Das ist aber nicht so. Doch, wer hat auf ihn versucht, den runterzumachen. Wer hat ihn runtergemacht? Das ist aber nicht korrekt. Du hast ihn runtergemacht. Du hast ihn beleidigt. Wo er nicht drin war, hast du gesagt, okay, dann klärt das Papa Ari mit Schellen. Hast du gesagt. Du hast gesagt, wenn der den Vertrag bricht, schicke ich ihn Leute nach Hause, schicke ich ihn diese Kämpfer. Du hast so gezeigt, die werden seine Beine brechen. Das hast du gesagt. Und das empfindest du als Spaß? Ist es keine Drohung? Ja, für dich als Spaß, natürlich. Ist es keine Drohung? Der Junge sagt, ich will nicht. Der Junge sagt, ich will nicht. Er sagt, ich will nicht. Nicht aus Spaß. Er sagt, ich will nicht. Und du machst Späße. Das sind Späße. Das sind Drohungen. Ja, natürlich. Er hat dich gesagt, stell dir mal vor, jemand sagt das zu dir. Stell dir mal vor, ich sag mal, Nils, komm, brechen deine Beine. Ist das Spaß? Ich will nicht. Ist das Spaß? Ist das Spaß für dich? Wenn ich dir sage, mein Nils, brechen deine Beine. Wann hat er gesagt, ich will nicht? Die ganze Zeit! Nein, Mann, sagt er, ich möchte nicht. Gestern hat er angefangen und vorgestern angefangen. Mir hat er es nie gesagt. Sagen, sagt er, ich möchte nicht. Ich sag, nein, stimmt nicht. Zeig mir. Ja, Allah, das stimmt. Gestern und vorgestern hat er es gesagt, aber nicht mir persönlich. Okay, gut. Du machst Späße. Wenn ich jetzt Späße mit dir mache, sag, meine Jungs, komm, deine Beine brechen. Ist das Spaß für dich? Ja, soll er kommen? Soll ich gerne, komm. Ist das Spaß für dich? Ja, komm, gerne. Ist das Spaß für dich? Das ja, ist Spaß. Wenn er Mann genug ist, soll er kommen. Natürlich ist Spaß. Wenn er ein Mann ist, wenn er Eier in der Hose hat, soll er kommen. Okay, aber der Junge, das ist kein Spaß. Ich sag doch, wenn die das Eier haben, deine Leute, wenn die Eier in der Hose haben, wenn die von der Mutter, von der Vater ist, sollen die kommen. Ich rede nicht davon, dass jemand kommt. Ich versuche nur das wieder zu spiegeln, was du gesagt hast und frage dich, ob das Spaß ist. Spaß, ja. Wenn die Männer sind, sollen die kommen. Aber, bist du krank? Ja, bei mir ist Spaß. Mal, wenn die Männer sind, also ist es ernst. Also ist es ernst auch von dir aus. Also die Männer, die du gezeigt hast, sind die keine Männer, wenn die nicht zu den Händen gehen? Digga, das sind 80-jährige Kinder gewesen. Manche 80-jährige Junge würde Barello hauen? Denk doch mal ein bisschen nach. Wo ist dein Schädel? Das sind Kinder gewesen. Da waren nur Kinder gewesen, ne? Natürlich, Mann, in meinem Gym waren Kinder. Ah, okay. Wie sollen wir dann seine Beine brechen? Aber war ja Spaß, ne? Ja, natürlich war Spaß, ja. Das ist krasser Spaß damit, krasser Spaß. Geiler Spaß. Du kannst es gerade einfach nicht verkraften, dass der Junge eine eigene Meinung hat. Der Junge macht sich wirklich Sorgen, egal was in die Sicherheit du dem bietest, okay? Da stecken andere Sachen hinter, warum er nicht kämpft. Und er macht seinen Mund nicht auf aus Respekt. Er will seinen Mund nicht aufmachen, er will das Thema einfach nicht machen. Es geht mich nichts an, es ist kein Problem mit dir. Aber glaub mir. Er hätte mich anrufen können. Ich hätte dich anrufen können, aber bis dato habe ich nicht als wichtig empfunden, mich da einzumischen. Aber ich sehe, du raffst es nicht. Und weil der Junge sich nicht traut zu reden, machst du weiter. Du bestehst richtig drauf. Du versuchst auf Krampf irgendwas aufzuzwingen, was nicht ist. Was nicht ist? Wieso ist da nichts? Natürlich ist da was. Also, warum laufen? Was so mit mir ist? Kein Problem. Ich da ist verstehe das doch. Ein Anruf hier bei mir. Okay, gut. Ein Anruf. Wir hatten diesen Mann gegeben, ja? Soll ich mehrmals anrufen, ja. Wait, Umut, I come live again, okay? I don't see him. I want to say something. One second. Aslantix will was sagen. Zu dir, Hamid, glaube ich. Der will live kommen. Ja? Bruder, warum bist du vorhin an dein Telefon nicht rangegangen? Wer, ich? Ja. Bruder, ich habe geschlafen bis jetzt. Wolltest du nicht schlafen gehen? Jetzt nicht mehr. Boah. Baric, dich hat es kann müssen wir. Mir? Aslantix will rein, der ist gerade rausgegangen. Er hat mich doch gerade reingeholt, Bruder, jetzt. Ja, er hat dich reingeholt, weil er aus Respekt nicht ablehnen wollte, glaube ich. Aslantix will rein.
Geh mal bitte raus, Barış. Hey Nabil. Khair inşallah. Salam aleyküm Leute. Alles gut. Ich gehe raus, Bruder. Alles gut. Danke. Salam. Warte mal kurz, ja? Salam aleyküm. Dankeschön, Freunde. Danke an jeden, Freunde. Jetzt. Mach mal Klima oder so. Oh, okay, I see him now. Perfekt. Okay. Umut, can you explain to me first what happened? I want to know if I understand correct. Well, I wake up now. I don't know what happens. I think Barello want to fight, and Hamid say we have a contract. You must fight, like this, you know. Nein, das Problem ist ja klein. Das Problem ist, hätte er mich angerufen, hätte er gesagt, hey Hamid, ich kann nicht oder ich will nicht oder ich habe Angst oder ist mir scheißegal. Hamid, versteh mich, er war doch immer in Hamburg. Ich habe ihn als Gast behandelt, ich habe ihn zu Universum gebracht, ich habe ihn und seine Schwester, seine Familie als wie meine eigene Familie behandelt. Dann hätte man auch einfach anrufen können, wenn er gesagt, Bruder, das und das ist mein Problem. Dann hätte ich gesagt, kein Problem. Ja, aber er hat dann 2 Tage lang die ganze Zeit geschossen. Dann hat gestern den Anwalt geschrieben, er soll damit aufhören. Hat er mittags den Anwaltbrief bekommen. Dann hat er abends wieder angefangen, ja, jeder hat eine Knarre dabei gehabt, jeder hat ein Messer dabei gehabt. Es geht darum, rede doch einfach nicht mehr drüber. Du hättest mich anrufen können, du hast meine Nummer. Okay, du hast das doch gesehen. Warum rufst du ihn nicht an? Warum gehst du damit an die Öffentlichkeit? Wenn du gleich meinen Screenshot siehst und dann siehst, wie oft ich ihn angerufen habe und er geht nicht ran, dann sagst du auch, stimmt. Warum macht er sowas? Vielen Dank, mein Bruder. Dann hat sein Bruder mich angerufen. Sein Bruder sagt zu mir, ich bin der ältere Bruder. Ja, was ist, wenn er an dem Tag krank ist und so? Dann mach ich, Bruder, gib mir Barello, soll selber mit mir reden. Dann hat Barello kurz gesagt, ich rufe dich gleich zurück. Ich bin im Restaurant mit meiner Familie essen. Und seit 2 Tagen geht er ans Telefon nicht ran. Und dann fragt er mich, warum rufe ich nicht an? Er geht doch nicht ran. Ich habe doch alles hier in meinem Handy. Erzähl das Atlantik. Das ist das Problem. Sonst ich habe eigentlich kein Problem mit Barello. Ich liebe ihn immer noch wie vorher. Wallah, ich sage nur meine Meinung, okay? Nur meine Meinung. Wenn ein Mann schreibt Kontrakt, zum Beispiel, wenn ich habe Kontakt mit dir, Hamid. Ja. Okay, I said Islamically. Islamically, when I write contract, it's vorbei. Bruder, ob Islamisch oder Deutsch, Vertrag ist Vertrag. Vertrag ist Vertrag, yes, this is correct. Aber, Nabil, ruf mich Nabil. An, wenn du private Probleme hast. Probleme haben. Let's be real, Nabil. Zum Beispiel, I write contract with you. Ich bin deine Kämpfer, weißt du? Yeah. Yes. I do everything. I want to fight this task. I do everything. I come to face off. You know, I make big deals with you. And then in one moment, I don't call you. I don't say anything. I come live on TikTok. I make videos. You know, your security is not professional. This task, you know, this is not correct. But I know the security is not professional. Hamid, ich weiß, ich habe auch gesehen. Weißt du, I'm being real, wallahi, I'm being real. But, Hamid, du weißt, ich weiß, Nabil, du weißt, this organization is only starting. And it's a starting organization, it's not so 100% professional. Everybody knows this. Habe ich auch nie behauptet, Jungs. Yeah, and Barello knows this also. But the thing, I'm not protecting this organization and I'm not protecting Barello. But this is Sache, this problem, you must make in privat, not on TikTok. Das ist meine Meinung. Aber in 80% Barello is not right. Why? Because of Vertrag. Vertrag is very serious. Wenn du machst einmal Vertrag, it's why you, warum du machst Vertrag? Wenn du weißt, you know, you have little bit problem and you don't want to fight. You understand? Nabil, Vertrag ist Vertrag. I don't 100%. Know, he signed the Vertrag. Weißt 100%, du? Not a problem. Ich gebe in der Hinsicht auch Hamid Hak, okay? Aber wo ich ihm keinen Hak mehr gebe, wenn man dann die ganze Zeit damit droht, er muss, weil er einen Vertrag hat, er muss dahin kommen und dann so Witze machen mit, Papa Ari klärt das mit Schellen. Für mich ist das kein Witz mehr. Für mich ist das eine Drohung. Du drohst diesen kleinen Jungen. Verstehst du? Du versuchst ihn einzuschüchtern. Und das ist für mich kein Spaß mehr. Arafat war sein bester Freund, der hat ihn so auf den Arsch gerettet. Arafat hat alles gegen ihn. Ja, sagt doch keiner, er ist auch dankbar dafür. Sagt doch keiner, dass es nicht stimmt. Aber warum mischst du Arafats Namen mit ein? Warum sagst du, Papa Ari klärt das mit Schellen? Was ist das denn für ein Witz? Weil Arafat ihn geklärt hat. Weil Arafat das mit ihm gemacht hat und Kürtibo, nicht ich. Was hat Arafat mit ihm gemacht? Er hat alles mit ihm gemacht, alles geklärt mit ihm. Und dann soll er das mit Backpfeifen klären, meinst du? Arafat hat für ihn geklärt, dass er mit Kurt Ibo kämpft. Aber was ist das denn für ein Witz? Für mich ist das eine Drohung.
Wenn du den Jungen die ganze Zeit sagst. Weil du mich vielleicht persönlich nicht kennst, aber er kennt mich. Ich und Barella haben immer so eine Witze gemacht. Aber wie Witze ist nicht nur ich, die ganzen Leute in der Öffentlichkeit. Nein, wir machen öfter so eine Witze. Wir machen öfter so eine Witze. Papa Ari klärt das mit Shane. Okay, ihr könnt ja die Witze untereinander machen. Aber nicht, wenn so eine ernste Situation ist, wo ihr beide gegeneinander schießt. Das war nicht ernst, nein, war immer noch Spaß. Barella hat immer noch gelacht. Herr Barella immer noch geschrieben, was ist denn los und so. Ach, hast du ihn auch Spaß, diesen Anwalt geschickt? Ja, am Anfang ja. Hab ich gesagt, am Anfang war das Spaß. Bitte, aber jetzt wird's ernst. Amit. Jetzt zieht das komplett Amit. Durch. Auf, guck mach mal, morgen, wenn der zweite Brief kommt. Mach dich nicht lächerlich, ehrlich. Ich hab dir gesagt, der Anwalt ist mein bester Freund. Ist doch kein Problem, geh mit den Deswegen. Kaffee. Das war auch Spaß. Meinst du, dass im Brief steht, 25k will ich haben? Meinst du, ich würde von ihm 25k haben oder wie? Es war niemals Spaß von dir. Also, okay, du bist allsehend und du weißt alles, was vor passiert. Nochmal, der Anwalt ist mein Freund. Ich habe ihm gesagt, mach das, damit er über diese Veranstaltung nicht mehr redet. Dann hat er weitergemacht und heute werde ich sagen, alles klar, jetzt hat sich nochmal der Rechtsanwalt Nabil angemeldet. Volle Kanone raus. Kein Problem, ich schicke dir die Adresse von meiner Kanzlei. Kannst du gerne vorbeikommen. Können wir einen Kaffee trinken. Oder ich gehe mit deinem Anwalt, dann sind Anwälte untereinander. Dann brauchst du als Mandant nicht mehr reden. Am Ende verdienen die Anwälte und der Richter. Genau, genau. Der Staat verdient. Der Staat gibt aus, der verdient nicht mal. Weil Gerichtskosten und alles, das bleibt ja auf die Steuerzahler sitzen. Nein. Weil musst du selber zahlen. Weil ein Junge Angst um seine Gesundheit hat und nicht kämpfen möchte. Deswegen. Er hat in Düsseldorf auch gekämpft. War alles gut. War alles super gelaufen. Da war es aber. Da ist es noch nicht so extrem ausgeartet. Barello ist schon seit 2 Jahren schon so. Nicht seit heute. Ja, aber glaub mir, da stecken sehr viele. Aber guck mal, weißt du, was mir leid tut? Nochmal, er hätte mich doch anrufen können. Ich weiß, guck mal. Du auch. Du hättest mich auch anrufen können. Ja, bis dahin habe ich es nicht empfunden, mich da einzumischen, weil das ist ja nicht meine Baustelle, okay? Aber du bist doch so ein Mensch. Du sagst doch immer, hättest du doch gesagt, guck mal, Bruder, ich rede gar nicht in TikTok. Ich rufe Hamid an, ich kenne es mit ihm privat. Aber guck mal, Hamid, hätte ich dich bis dahin hätte ich dich angerufen. Weil ich schwöre, bis dahin habe ich mich auch nicht eingemischt, nichts. Es war mir egal, ob er kämpfen möchte oder nicht. Es ist seine Entscheidung, okay? Aber hätte ich dich bis dahin angerufen, dann hieß es, Neville steckt dahinter. Bis heute heißt es so. Aber ich schwöre, mein Gott. Ich schwöre dir, gestern, vorgestern, alle schreiben, Nabil steckt dahinter. Nabil steckt nicht dahinter. Bist du mit Nabil? Der Junge hat seine Familie macht sich Sorgen, seine eigene Mutter. Seine Mutter hat mit Arafat telefoniert und hat den versucht klarzumachen, weil da 2, 3 Sachen, die hier absolut nicht in die Öffentlichkeit gehören, die im Hintergrund, du hast ja kein Wissen davon, Hamid. Deswegen tust du mir auch irgendwo leid. Du stehst einfach, du denkst dir, warum sagt der ab? Aber es sind einige Sachen im Hintergrund, die gerade am Laufen sind. Aber wenn du das wüsstest, warum hast du mich nicht angerufen? Warum redest du es im Live? Ja, aber ich rede es nicht im Live. Ich sage nur, dass du kein Wissen darüber hast und der Junge seinen Grund hat, warum er nicht kann. Du hast mich doch halbwegs im Live angegriffen. Du hättest mich doch privat anrufen können. Du hättest gesagt, hey Hamid, leg mal ganz kurz, lass uns mal beide alleine reden. Aber weil ihr versucht, den Jungen im Live zu erniedrigen, Mann. Bruder, ich bin doch mit ihm gar nicht live gegangen. Ja, aber du hast über ihn geredet. Und das sind 2, 3 Aktionen, die mir auf dem Herzen sitzen. Wenn ich hier zu Hause sitze. Aber wenn dir was im Herzen sitzt. Wenn die Leute hier schreiben, das ist alles Nabils Schuld, ne? Dann rufe ich dich doch an, sag ich, ey Nabil, hast du was damit zu tun? Aber nicht. Und ich habe direkt gesagt, nein, er hat damit nichts zu tun. Ich bin doch derjenige, der da nicht drauf eingeht. Ich weiß selber, dass ich nichts damit zu tun habe. Egal, weil das ist mir egal, was die Leute sagen. Es geht darum, was du gesagt hast. Mir geht's nicht darum, was die Leute hier reinkommen. Ich habe meine Kommentare ausgestellt. Nicht jeder kann hier reinkommentieren. Ich fühle mich auch besser, aber ich habe keinen Bock, mich darüber abzuwacken. Es geht einfach nur um den Punkt. Hamid, ich habe das gesehen, was du gesagt hast. Und auch wenn du jetzt als Spaß dahinstellst, sei es für dich Spaß, mit sowas macht man keinen Spaß. Weil die Sache ist nicht mehr zum Spaßen. Das ist eine ernste Lage. Und wenn du in einer ernsten Lage so einen Spaß reinbringst, ist es für mich kein Spaß. Für mich, weil du sagst ja, du hast einen Anwalt eingeschaltet, du hast dies, du hast das. Du für mich drohst zu den Jungen und versuchst den auf Krampf irgendwie dahin zu schleppen, obwohl er nicht möchte. Und ich sag, der ist nicht Michael Jackson, alles schön und gut, ist er nicht. Nein, ich hab dir das so wie man so schön sagt, ein Spieler ist nicht größer als der Verein. Ich wäre der Letzte. Aber man kann anrufen, man kann nicht vorgestern, ich erfahr's nächsten Tag Essen for You, dass er sowas sagt. Dann habe ich ihm gesagt, hör auf damit, Barello. Habe ich ihm gesagt, alles klar, wenn du so eine Faxe machst, jetzt hast du einen Brief. Ja. Und danach hat er weitergemacht. Okay. Umut, kannst du ganz kurz Barello reinlassen, bitte?
Umut. Ich will kurz rüber. Komm rüber, komm. Okay, Bruder. Wallah, Vertrag ist Vertrag, Hamid. Ich weiß, es geht mir jetzt nur noch um Prinzip, weil Neibel diese Dinger gemacht hat, mit seinen Kollegen reingekommen ist und auf Rechtsanwalt gespielt, jetzt ziehst du auch komplett durch. Dann soll die Neibel helfen. Wenn Neibel ein Problem hat, ich habe gesagt, komm nach Hamburg, ruf mich an. Du hast mehrere Möglichkeiten. Aber hier TikTok ist nicht verstanden. Und dein Freund im Hintergrund zu mir zu sagen, Hure, Pappung, Punkt, Punkt, weißt du? Dein Freund hier. Deine Mutter ist ein Haar. Es geht nur noch im Prinzip, um gar nichts mehr anderes. Nur noch im Prinzip.